begrüße mal als erstes den Michel Abt. Michel, ihr habt heute gewonnen, 30-24. Spielt ganz vorne mit in dieser Runde, in der erweiterten Spitze. Läuft echt gut. Dein Fazit zum heutigen Spiel. Einen schönen guten Abend. Ja, du hast es angesprochen. Nach dem Spieltag heute könnte es sein, dass wir auf Tabellenplatz 2 zurück sind. Das ist unser Saisonziel, da wollen wir am Ende jetzt stehen. Ich glaube, wir haben heute eines unserer besten Spiele gemacht. Wir wussten, dass es nicht einfach wird hier in der Halle gegen Oppenweiler die letzten Spiele. Ich glaube, die Tabelle täuscht etwas. Auch das Heimspiel war hart umkämpft, viele Tore. Und wir haben natürlich versucht, vor allen Dingen die zweite Welle ein bisschen in den Griff zu kriegen. Da ist uns so ein bisschen entgegengekommen, dass Marcel Lenz nicht spielen konnte, der uns oftmals Probleme bereitet hat. Die erste Halbzeit spielen wir sehr, sehr souverän. Dann kommt die zweite Halbzeit, da haben wir die in der ersten Phase so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fehler drin, lassen das Spiel ein bisschen eng werden. Aber ich denke, am Ende in der Summe ist ein hochverdienter Sieg. Ja, danke, Michael. Matthias, wie lautet deine Bilanz nach diesem Spiel? Guten Abend zusammen und Glückwunsch an die Junglöwen. Ich finde auch, völlig verdienter Sieg. War einfach fast das ganze Spiel in Front. Ich fand, die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften war zu sehen, dass beide offensiv Lösungen finden gegen Abwehr des Gegners. Wir haben dann zwischen der 10. und 20. Minute einfach keine gute Chancenverwertung gehabt und unsere Chancen einfach nicht reingemacht. Wir haben dadurch ein bisschen das Vertrauen in unsere Lösungen und unsere Auftakthandlung verloren. War gut, dass wir vor der Halbzeit nochmal auf eine offensive Abwehr umgestellt haben und einfach nochmal Lebenszeichen gesendet haben. Die Halbzeit kam uns auch gelegen. Wir haben uns dann nochmal viel vorgenommen für die Abwehr und dann aus Ballgewinnung auch Kapital zu schlagen. Es ist super gelungen. Wir kriegen gegen eine Top-Mannschaft, kommen wir wieder auf ein Tor dran. Dann wurde uns wieder unsere Chancenverwertung ein bisschen zum Verhängnis. Und sie haben gleich wieder 3-4 Tore Abstand dazwischen bekommen. Am Ende muss ich sagen, meine Jungs haben super gekämpft, haben jede Umstellung hervorragend angenommen, haben alles reingeworfen, was sie hatten. Und am Ende war es auch ein verdienter Sieg für die Junglöwen. So ist es. Und du hast einen Spieler mitgebracht, bei dem du gesagt hast, er ist heute euer Spieler des Tages. Ja, ich habe heute Luca Braun neben mir stehen. Ich denke, er hat sich heute das ganze Spiel über sehr reingeworfen, für die Mannschaft agiert. Ist vielleicht ein bisschen rausgestochen, da er heute ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Es war schwer, einen rauszuheben. Ich meine, wir hatten es gerade in der Kabine noch. Aber ich glaube, er hat es verdient, heute hier zu stehen. Und er hat sich das mit 6 Toren dann erarbeitet. Ja, Applaus für Luca und Luca. Es gibt auch was zu trinken. Applaus für Luca Braun. Ja. Und bei uns habe ich gedacht, heute müssen wir mal einen hier hervorrufen, der es einfach verdient hat, weil er eine lange Leidensdate hatte. Und letzte Woche hat er zum ersten Mal wieder in der ersten Mannschaft gespielt, bei wichtigen Spielen in Danzenberg. Und heute hat er auch 100% Treffer gegen uns. Da kann er uns einpacken heute, wenn er kommt. Johannes, ciao! Ja, Johannes möchte nichts sagen, macht nichts, ist alles gesagt. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Wir freuen uns, dass wir nächstes Jahr, ihr spielt ja nächstes Jahr in der Oststaffel. Wisst ihr noch nicht, ja? Also nächstes Jahr viel Spaß in der Oststaffel. Wir wissen es noch nicht, wahrscheinlich sehen wir uns wieder. Freuen wir uns, vielleicht gewinnen wir dann zur Abwechslung auch mal.